Was geht ab, Sie weiter Hoser hier uns? Nein, wir haben uns zum einen nicht verlaufen. Wir werden weiterhin für Vegeta summen. Vegeta haben wir wirklich letztendlich Gott sei Dank gezogen. Wir haben wirklich eine gute Anzahl an Summon schon rausgehauen. Ich habe wirklich sehr, sehr gut gezogen. Im Endeffekt bin ich rausgegangen mit einem 100% Full Power Goku, hatten die für Treffer Bardock. Und ja, die Charaktere, die ich schon auf 100 hatte, habe ich auch ein paar gezogen. Und Freunde, ich kann einen oder anderen verstehen, wenn er sich aufregt oder wenn er sich fragt, ey, wieso freut ihr sich nicht über einen Gogeta? Wenn ich weitere ziehe, wenn man weitere Charaktere zieht, die man schon auf 100% hat, Freunde, dann liegen die halt aktuell leider auf Global, oder nicht auf Global, sondern an sich bei Dokkan einfach rum, die verstorben. Da kann nichts damit anfangen. Wenn ihr auch quasi zu so einem Status kommt, wenn ihr das auch mal erreicht bei einem Charakter, dass ihr noch 100% habt und Überschuss zieht, dann werdet ihr wahrscheinlich verstehen, was ich meine. Aber das ist auch dann so eine Sache, wo wir reden können, was ich mir wünschen würde für die Zukunft wäre, wenn man solche Charaktere, von denen man eben einen Überschuss hat, also schon einen auf 100% und du hast jetzt, sagen wir, noch vier weitere Gogeta-Kopien, wenn man mit denen irgendwas machen könnte. Und mein Wunschdenken wäre einfach, in JP gibt es ja diese Coins, diese Dokkan-Coins, die man bekommt für Summon, die roten, blauen, gelben. Und mein Wunschdenken wäre, by the way, früher oder später kommt es natürlich auch auf Global, eigentlich zum vierten Jubiläum im Juli, denn dort wurde es auf JP eingeführt. Hoffentlich wird das noch zuvor auf Global eingeführt, aber wissen wir nicht, spätestens Juli zum vierten Jubiläum. Jedenfalls, was ich geil finden würde, wäre, wenn man solche Überschuss von Charakteren gegen solche Coins eintauschen könnte. In dem Fall gibst du quasi einen Dokkan-Festival Charakter her und bekommst dann quasi einen roten Coin dafür zu, also nicht einen, sondern eine Anzahl davon. Also so, ich würde mir wirklich wünschen, wenn man mit diesen Coins etwas anfangen kann. Ja, im Endeffekt, ich habe schon drauf gedrückt, die Hände zittern schon bei Nacht. Wieso gehe ich hier trotzdem rein? Ich habe doch Vegeta. Ich werd greedy. Ich werd richtig greedy, Freunde. Ich wail hier ein wenig out oder aus, weil ich hätte gern Dupe. Ich hätte gern unten rechts ein Dupe, wirklich. Für Vegeta ist ein Charakter, den ich wirklich, also der Charakter selbst, wenn Charaktere kommen, die mir gefallen, die ich haben will, dann versuche ich es einfach, Freunde. Deswegen, heute werden wir ein wenig greedy, hauen noch ein paar Stones da raus und dann dementsprechend hoffentlich können wir ein wenig Spaß haben. Und gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Ich gehe natürlich hier ein Risiko ein, deswegen habe ich quasi da am Anfang da ein bisschen was erzählt. Aber mein Gott, muss ich annehmen. Bis jetzt habe ich wirklich sehr gut gezogen. Wir haben aber wirklich auch eine gute Anzahl an Stones investiert. Um die 1000, sage ich mal. Dennoch, aber wir sind dabei. Let's go, gucken wir, was abgeht hier an der Stelle. Ob noch ein weiterer Dupe Drop, Freunde, wenn ihr noch weiterhin zusammen werdet, wenn ihr euer Glück noch versuchen wollt. Das Banner von Vegeta sollte bis zum 4. April online sein. Wenn nicht der 3., aber ich denke, das sollte das 4. sein bei uns. Oh, ja. Ja! Warum eskaliere ich dieser Charakter? Diesen Charakter freut mich so zu sehen. Zum Glück ist es zum einen nicht Full Power Goku Gogeta oder sonst was. Für den kann ich einen Dupe verwerten. Das ist oben links für Super Saiyan 3 Bardock. Und Super Saiyan 3 Bardock, ihr werdet es merken, wenn ihr ihn mal irgendwann zieht, hoffentlich, oder an sich habt, man kann ihn in so vielen Szenarien spielen, in so vielen Team-Setups und er macht seinen Job wirklich so, so gut. Selbes gilt auch für Full Power Goku. Das hat wirklich richtig gut getan und das hat doch gut angefangen, meine Damen und Herren. Das hat doch gut angefangen auf jeden Fall. Hau mal noch hier einen weiteren Sum raus und wie gesagt, die Tage, ich nehme das quasi... Ey, das ist genau gespiegelt gerade. Das ist gerade genau gespiegelt, die Animation hatten wir auch gerade. In diesem Video wird es einige Sums geben, die ich über die Tage dann quasi machen konnte. Ich nehme das vor dem EZA von... ich nehme das vor dem Release vom EZA auf Global von Vater Sohn Galligon auf. Dementsprechend nach dem EZA werde ich auch noch auf den Multi kommen. Also, wir werden uns auf jeden Fall noch sehen. Es sei denn... ein Bait wäre geil, Es sei denn, hier droppt jetzt was quasi. Dann gucken wir mal, wie das Ganze läuft. Aber ja, Freunde, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Ja, ich werde es einfach versuchen, sagen wir mal. Ich sage es einfach mal so. Ja, außer davon, Freunde, Vegeta wirklich, finde ich, ein sehr guter Charakter. Das haben sie gut getroffen. Ich finde, also ich fand es an sich cool. Ne? Ein Saiyan Day kommt ein Vegeta. Normalerweise letzte Saiyan Days waren es ein Goku, sage ich mal. Dementsprechend wollen sie diesen Charakter auf jeden Fall annehmen. Ich brauche auf jeden Fall da ein bisschen Crit-Level bei ihm. Ich brauche da auf jeden Fall... Oh! Habe ich zu schnell getippt, sorry. Braucht auf jeden Fall ein wenig Crit-Level. Okay. Aber merkt ihr, guck mal, Freunde. Viele fragen mich, ey. Multisum oder Singlesum? Freunde, normalerweise empfehle ich jedem, macht ein Multisum. Weil man hat zumindest ein GSSR. Ich weiß, häufig ist das dann so, dass der GSSR einfach Schrott ist. Zu 95% ist halt nicht featured. Aber ey, wir hatten es gerade im Summon davor. Da war er featured. Und
Man kann aber aus 10 Singles, aus 10, wenn du 10 Singles am raushaust, hast du keine Garantie auf ein SSR. Deswegen eigentlich mein Ratschlag immer, haut den Mund nicht zusammen raus, wenn ihr es raushauen könnt, weil wer weiß, dieser GSSR kann halt auch eine der Feature Charakteren sein. Ich hoffe es für jedermann. I don't wanna know. Oh mein Gott, warum? Das ist die Animation, vor der ich am meisten Angst habe. Einfach Mutter sehen allein und einfach gar nichts ist los. Wirklich gar nichts. Das ist schon so ein Indiz für mich. Trockene GSSR. Hoffentlich nicht, natürlich. Hoffentlich nicht. Let's go, schauen wir mal. By the way, es gibt ja noch einen Vegeta, der die ähnliche Pose. Oh! Oben links, Dupe. Oben links, sehr schön. Genau deswegen kommen wir hier rein für die Dupes. Für den Boy auf jeden Fall auch nur her damit. Der kommt hier angeflogen. Es gibt auch einen Gott Vegeta, Gelb Vegeta. Der steht auch genauso da wie der Füße Vegeta. Da haben sich manche, also ich habe den auch mal gehabt, meine Mutti. Und dann dachte ich erstmal, was? Und dann denkst du, ja, der. Aber ja, ey, Int Vegeta hat mir auch, Int Vegeta war richtig geil. Wenn ich die Charaktere sehe, hoffe ich immer auf dem Bay. Mit der Klatsche, mit der Klatsche. Oh, der ist halt, ich meine, ja auch auf 100% so. Okay, Versuch, wir haben auf jeden Fall den Versuch gegeben. Int Vegeta Dupe, Bardock Dupe. Was sagen wir dazu am Ende des Tages? Annehmen. So, Freunde. Dupe Jagd bei Nacht. Wir sind immer noch auf der Jagd nach Dupes. Schauen wir mal, ob es nachts dazu kommt. Konnten, wie gesagt, die Easy A. Die Easy A Stones holen. Dann haben wir noch auf den 5. Achso, Leute, der ging nicht in Instant. Boah, was? Krillin und Vegeta war am Start. Krillin und Vegeta. Die haben beide gebaitet. Krass. Okay. Gucken wir mal, was jetzt abgeht. Kokua am Start. Ja, die Vegeta Baseform, die sehen wir jetzt links und rechts natürlich, ne? Ui. LOL? Total random war der Boy, um ehrlich zu sein. Ah, schade. Ja, das war's, GG. GG. GSR ist einfach irgendein Cell. Genau dies. Währenddessen auf JP. Mit Future. Oh. Alter, gut. Oh, Mann. Keiner weiß. Nix, Alter. Nix. Ah, das tut weh. Nein, HDF. Was tut weh? Das ist ein. Was tut weh? Brrr. Hallo. Was geht ab? Greet Saru, back at it again. Ah, ich habe mich da nochmal beschlossen, noch einmal reinzugehen, Leute. Ja, Freunde. Also, Greed Level ist sehr, sehr hoch. Höher geht's doch gar nicht. Mutter sehen allein ist unser Boy am Start, unser Kakarot. Jetzt gucken wir mal, was hier gleich abgehen wird. Ein Dupe. Ich. Und. Hey, bitte, kommen Sie. Ah, oh, Parus mit dem bösen Finger. Da dachte ich halt legit ganz kurz. Dass dieser böse Finger auch zum Bait wird. Aber Leute, jetzt alle mit ihren verschränkten Armen, kommen Sie, droppen Sie einen Dupian. Zweimal hatten wir den Dackel und. Ah, oh, das hätte ein Bait sein können. Das hätte echt ein Bait sein können beim zweiten Mal, wie es durchfließen oder durchgehen lassen. War es im Endeffekt nicht. Oh, ist nur der GSL oder was? Lotzlack, wie witzig, keiner weiß, auf Ding haben wir nicht ziehen können, Lotzlack, Orinho. Und jetzt kommt hier an der Stelle in Legends und jetzt kommt auf Dokkan einfach. Marboy Lotzlack, das kann's ja wohl jetzt sein. Aber, das kann's ja wohl jetzt sein. Vegeta, wo sind Sie? Bitte kommen Sie. Oh mein Gott, wo ist der Boy? Was? Einfach total random Karoli. Oh, out of nowhere. So liegt. Was? Keiner hat mit dem gerechnet. Ah, so wie der Boy Karoli da stand, da stimmt doch was nicht. Da ist doch Böse im Busch. Deswegen versuchen wir das Ganze nochmal. Ja, Freunde, Greed Level übel hoch. BDG, also wirklich richtig hoch. Ich würde aber eher sagen. Bei mir passt es Gott sei Dank. Also wirklich, Gott sei Dank geht das auf jeden Fall total in Ordnung. Aber. Für euch so an sich, Freunde, also wirklich, werdet nicht greedy, ja. Vor allem, wenn ihr Free-to-Play seid, wenn ihr den Charakter gezogen habt, dann reicht das auch. Oder auch an sich allgemein.
Also lieber nicht greedy werden, weil das kann auf jeden Fall auch ein schlechtes Ende nehmen, sage ich mal. In dem Fall passt das Gott sei Dank, würde ich mal sagen. Aber ich muss mir auch langsam dann gedulden. Wir hauen mal hier die letzten Summons raus für Vegeta. Und dann war es halt mit dem Dupe leider nichts. Kann aber auch so vorkommen. Also wirklich, ist im Endeffekt immer noch ein Gacha-Game. Haben auch, wir werden wirklich sehr gut gesummt für Vegeta. Gott sei Dank haben wir auf beiden Versionen eine Kopie. Aber ich hätte halt wirklich noch einen Dupe. Also wirklich, einen Dupe hätte ich halt legit gerne, weil... Bei... LOL, Figuren einfach. Weil bei solchen, war es auch schon die GSSR? Krass. Weil bei solchen Charakteren finde ich es immer schade. Das sind Charaktere, die ich mag. Das sind wirklich ein geiler Charakter. Auch Vegeta, der Lieblingscharakter von Dragon Ball Z. Aber zum Beispiel, als ich damals Evo Vegeta gezogen habe, da hatte ich den relativ lange ohne Dupe. Hab auch gut gesummt. Dann war ich übertrieben glücklich, dass ich einen gezogen habe. Aber ich habe halt gemerkt, so wenn ich irgendeinen anderen Charakter hatte, der einen Dupe hatte und den ich nehmen konnte, statt dem Vegeta... ich dachte, es wäre Vegeta-Animation. Dann habe ich den Charakter genommen und der hat es da besser getan. Also ich habe da schon gemerkt, dass da dieser Vegeta einen Dupe fehlt. Aber es sind wirklich abermals Whale Problems. Also dementsprechend macht da ruhig langsam, Freunde. Wenn ihr einmal einen Charakter zieht, dann ist auf jeden Fall gut. Und mehr muss auch nicht sein, um ehrlich zu sein. Also... macht es mir nicht nach, will ich damit sagen, im Endeffekt. Aber, ob so oder so, haben wir dann noch ein quasi Multi. Und gucken. Ja! Was war das für ein geiler Multi? Genau das. Perfekt. Gott sei Dank. Gott sei... Ja, Mann! Ja! Ja! Dokkan Battle, das kann's doch nicht sein. Vor allem JP. Jetzt überleg mal, jetzt kommt noch einer. Was? Oh mein Gott, Dokkan Battle, ich flehe dich an, das kann's doch nicht sein. Also Freunde, im Endeffekt hat sich unser Greed Faktor, also ich war wirklich, wirklich, wirklich übertrieben greedy, Freunde. Aber wenn man dann so ein Comeback bekommt, dann ist halt, das ist genial, das sind 5 SSR, zweimal Vegeta Dupe back to back. Freunde. Wirklich, aber hier sei es also eine Lehre von mir. Macht's mir eigentlich wirklich, würde ich sagen, macht's mir nicht nach. Vor allem die Free-to-Play-Spieler. Wenn ihr einmal so einen Charakter zieht, dann reicht es auf jeden Fall. Ich wollte halt auf jeden Fall nochmal reingehen. Mein Greed-Level war wirklich sehr, sehr hoch. Da bin ich ehrlich zu euch. Ich wollte einfach mindestens einen Dupe. Jetzt habe ich hier 2 Dupes auf JP. Es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Gott sei Dank hat es noch geklappt. Aber, genau. Im Endeffekt würde auch eigentlich einer reichen. Ich wollte ihn halt nur unbedingt, Freunde. Macht das. Versucht euch zu gedulden, versucht euch zu halten, vor allem zu sparen. Ich spreche mal aus meiner Perspektive. Aus meiner Perspektive kann ich es mir Gott sei Dank erlauben, mit dem, was ich mache. Wirklich, ich denke, die meisten haben verstanden, worauf ich dort hinaus wollte. Aber jeder andere, es kann wirklich einen falschen Weg einschlagen. Deswegen versucht euch zu gedulden bei sowas. Werdet nicht allzu greedy. Macht es mir heute mal ausnahmsweise, würde ich sagen, nicht nach. Dementsprechend bedanke mich aber dennoch fürs Zuschauen. Es hat sich halt im Endeffekt dann legit Gott sei Dank noch gelohnt. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr den Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben, Freunde. Und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.